Es ist ein bisschen eine, wie soll ich das lieb formulieren, eine Milchmädchenrechnung, dass wir mit Big Pharma in große Verhandlungen gehen können. Das sind Preiskalkulationsmodelle, die auf europäischer Ebene, wo die Firmen auf europäischer, weltweiter Ebene, und wir haben das ja jetzt auch bei den Impfstoffen gesehen, sozusagen agieren. Und da können wir uns als Österreich sozusagen, müssen wir in Wirklichkeit in gewisser Weise mittun. Heißt jetzt nicht, dass man nicht Preismodelle, so wie der Hauptverband oder der Dachverband der Sozialversicherer das im ambulanten Bereich macht, sozusagen aushandelt. Ich glaube, dass es wichtig wäre, wenn man mich fragt, wohin man gehen könnte. Das ist auch eine Initiative, die momentan vom Bund der Sozialversicherer oder vom Dachverband der Sozialversicherer initiiert wird, dass man österreichweit einen Digitalisierungsprozess schafft, wo man Daten generiert, die auch für Modelle wie Private-Public Partnership zur Verfügung stehen, wo beispielsweise in der Onkologie Daten generiert werden, hochdigitalisiert von Bildgebung und so weiter mit klinischen Outcome-Daten und diese Daten man für Forschungszwecke beispielsweise zur Verfügung stellt, sei es akademische oder sei es aber auch für Zwecke aus der Industrie. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel ein sehr großer Mehrwert, den wir generieren könnten, wenn wir uns dazu committen und es dort auch letztlich eine Vorgabe, eine gesetzliche oder eine zumindest eine bundesweite Vorgabe zu gäbe. Würde aber auch bedeuten, dass das Land beispielsweise hingehen muss und sagen muss, okay, für jeden sauber dokumentierten Patientenfall bekommt ihr entsprechend administrative, finanzielle Unterstützung, damit so etwas auch gelingen kann. Es muss ja auch die Qualität passen in so einem Register. Ich glaube, dass wir diesen Gesundheitsdatenraum brauchen, diesen digitalen, in dem solche Verhandlungen dann auch möglich sind, auch mit der Industrie, aber auch um innovative Forschung nach Österreich zu holen. Wenn ich dort sozusagen diese Register habe, wenn ich dort auch den Zugang vielleicht zu Gewebeproben habe, dann kann ich das entsprechend auch nutzen.